Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Station Ears in einer ganz brandneuen Aufnahmesession. Und erstmal eine kleine Erklärung zu allem. Aber ich sehe gerade mein Suit. 35%. Naja, gut. Ich schau mal eben. Wir tauschen die mal. Aha. So, ihr wundert euch, was ist hier los? Also, in der Zwischenzeit habe ich offscreen ein bisschen gemeinert. Da fällt mir ein, da könnte ich, während ich erzähle, könnte ich hier mal eben hier weitermachen. So. Etwas gemeinert, um ein bisschen hier, Contents, man sieht's, Eisen, 1,2 Kilo Gold, Kupfer, Silber, Lead, Silizium. Das war ja das Problem, Silikon. Das war ja das Problem, dass ich ständig die Sachen hin und her räumen musste. Also hier raus, da ist jetzt auch einiges drin. Und hier raus, da ist jetzt auch drin. Und hier ist jetzt auch drin. Also ich habe gemeinert. So. Hier, ein paar neue Löcher geschaffen. Und dann, während immer der Ofen lief, dachte ich, jetzt mache ich mal irgendwas Sinnvolles. So, dann habe ich erstmal sortiert. Hier aussortiert. Hier umsortiert. Dann hier meine Farbenkiste mal ein bisschen aussortiert. Zum Beispiel gelbe Farbe genommen und die mal ein bisschen verbraucht. Einfach hier ein paar Sachen gelb eingesprüht. So, dazu komme ich gleich. Hier die Kisten gelb eingesprüht und so weiter. So, dann dachte ich mir, ja, wenn ich dann jetzt bald meine Rahmen schweiß, dann sollte ich mir einen Stacker organisieren. So, dann habe ich mir den Stacker hier hingestellt. Der kann, also hier kommt ja immer nur eins raus, ein Frame, ein Kabel, wie auch immer. Und dann geht das hier direkt in den Stacker und der lässt mir dann hier 50er Stacks raus, beziehungsweise irgendwas ist 500, ich weiß nicht, also der geht hoch bis 500. Hier. Und dann kann man hier entweder die Sachen rauslassen oder wenn halt voll ist, fällt es hier raus. So. Was habe ich dann noch gemacht? Hier ist, glaube ich, nichts neu. Die Solarpaneele, die waren ja schon. Aber dann dachte ich mir, bevor ich jetzt ewig lang mit meinem hier weitermache, oh, hier ist fertig. Sehr gut. Einen Moment. Hallo? Nimm es. Gold. Hier rein, oder? Hier ist 100, 111. Hier ist 194. Hier ist 149. Hier ist 125. Dann machen wir es hier rein. In den Toolprinter. So, einen Moment, ich fülle eben noch mal kurz auf. So. Einmal Silikon. Silizium, Silikon, wie auch immer. Ja, dann dachte ich, mache ich mal. Also sortiert habe ich die Kisten wie folgt hier. Ich habe mir noch mal sehr viel mehr Klebeband gemacht. Hier die Dingens umsortiert. Moment, Chatpack an, geht einfacher. Hier umsortiert. Hier ein bisschen besser sortiert. Hier auch noch Klebeband. Ich habe ein bisschen mehr Klebeband gemacht, denn beim Minen ist ständig, da war so ziemlich, ja, ich habe ungefähr, ich weiß nicht, 4 oder 5 Stunden offscreen, also einen Tag anstatt aufzunehmen, weil ich gerade im Moment folgentechnisch ganz gut am Start bin, habe ich erstmal hier offscreen einiges gemeinert. Und das hier für den Wind. Und dabei waren natürlich ständig Stürme wieder, wie immer, und deswegen habe ich dann erstmal hier ordentlich Klebebänder gemacht. So, das zum Sortieren. Dann geht's hier weiter. Also zuerst mal meine Abfüllstation. Die heißt jetzt Jetpack Treibstoff Abfüllstation. Die gab es ja schon. Da habe ich einfach eine Wand noch vorgesetzt. Also nicht eine Wand, sondern eine Metallsheets, dass das Ganze ein bisschen schicker aussieht.
So, und dann, ja, habe ich dieses hier geschaffen, dieses Monstrum. Da ich mit den Crushern, ja, ich habe ja angefangen, glaube ich, schon. Die Tanks standen ja, glaube ich, schon, die zwei. Und die Crusher, weiß ich nicht, standen die Crusher schon? Die standen hier an der Seite. Das habe ich alles nochmal umgebaut. Und das war auch gut so, dass ich das offscreen gemacht habe. Denn das hat alles so lang gedauert. Ich musste so viel Rohre neu machen. Aber, ja, das ist jetzt quasi das System. Also zur kurzen Erklärung. Hier stellt man den ganzen Spaß an. Dann gehen hier alle Pumpen an und so weiter und so fort. Ich mache aber nochmal aus, denn das kostet sehr viel Strom. Ja, also ich schmeiße hier quasi, steht auch dran, ich habe einen Labeler endlich mal benutzt. Wasserstoffschmelzer, Sauerstoffschmelzer. Das wollte ich auch noch umbenennen in Hauptschalter. Gasmixer, Schweißgas. Habe dann auch ein paar Flaschen gemacht. Hier, tut. Die sind alle leer noch. Ich habe das Ding noch nicht in Betrieb genommen. Das machen wir zusammen. Und ich habe Angst davor. Auf jeden Fall schmeißt man dann hier Wasserstoff rein. Der wird dann hier durch einen Pressure-Regulator, also einen Druckregulator, der auf 8000 Kilopascal eingestellt ist. Denn diese Flaschen können maximal 10.000 Kilopascal. Hier. Und die Tanks können auch maximal 10.000 Kilopascal. Und deswegen wird hier erstmal nur mit 8000 Kilopascal rausgesaugt. Also dieser Druckregulator, der saugt auch. Der hat quasi auch eine Pumpe integriert und sorgt dafür, dass egal wie viel hier reinkommt, durch die Pumpe hier angesaugt wird, sagen wir so, hier weiter nur 8000, also eingestellt 8000 rausgehen. So, Entschuldigung, hab gerade viel getrunken. Dann geht das hier lang, also hier geht's raus, geht hier durch. Das war ein bisschen, ja, ziemlich schwierig hier mit den Rohren, weil enger Platz und so. Aber, Freunde, ich zeig das alles nochmal. Denn das kommt ja alles weg wieder. Das habe ich jetzt nur für mich, ich wollte das auch gar nicht so umfangreich hier mit Farbe und mit, ja, wollte ich eigentlich gar nicht so umfangreich machen. Also hier sieht man genau, was alles Wasserstoff ist. Das Zeug ist ja, sieht man jetzt nicht. Das hat ja ungefähr die Farbe und dann kommt das bis hier rein. Dann kommt hier der Sauerstoff, der ist ja weiß, ja, dann kommt der hier rein und dann kommt hier orange, also quasi das fertige Gas raus. Das wollte ich eigentlich erst gar nicht so mit Farben und sowas machen, denn das kommt ja alles nochmal weg. Also selbst hier die Überdruckauslässe, das kommt ja alles hier nochmal weg. Das kommt ja alles in die Halle rein und deswegen werden wir das alles zusammen nochmal aufbauen. Und dann geht es auch schneller und dann seid ihr nicht so gelangweilt, wenn das Ganze so lange dauert. Also das hier hat wirklich lange gedauert, bis ich musste Rohre, da musste ich alles nochmal wegmachen. Ich musste die Tanks nochmal wegmachen, alle Rohre nochmal weg, alles nochmal weiter nach Rüben versetzen. Kabel, die nicht durch Rohre durchgehen können, musste ich umlegen, alles nochmal abmontieren, alles neu machen und ständig und hin und her und pipapo. Also war wirklich ein riesiges Chaos. Deswegen habe ich das alles offscreen gemacht. So, also wie gesagt, hier kommt das Gas, ja, das Gas vom Wasserstoff. Hier kommt der Wasserstoff rein. Geht dann hier in das T-Stück und geht hier in den Tank. So, der Tank, wie gesagt, kann maximal 10.000 Kilopascal. Deswegen kommen ja diese 8.000 Kilopascal hier an und gehen dann hier rein. So, das ist ein T-Stück oder ein 1, 2, 3, 4 Dingensstück. Alles, also dann ist ja hier in dem kompletten System sind ja dann diese 8000 Kilopascal. Nehmen wir an, ich fülle immer nach. Also ich baller hier, ich baller rein und baller rein, immer volatil, wie auch immer. Ich baller rein und baller rein und baller rein. Und dann würde uns irgendwann hier der Druck ansteigen, beziehungsweise im kompletten Rohrsystem. Aber 8000 Kilopascal, mehr gibt es hier nicht, dann macht das Ding zu. So, wenn ich dann hier mehr Druck habe, dann hat dieses Stück Rohr ein Problem. Macht aber nichts, denn ich balle hier 8000 Kilopascal rein. Wenn hier drin 8000 Kilopascal erreicht sind, also bis zu dem Ventil hier, das Ventil ist zu, komme ich gleich dazu. Das heißt, das kommt hier rein und geht bis hier zum Ventil und Ende. Und dann hier rein und wenn dann hier 8000 Kilopascal erreicht sind, dann kommt der hier zum Einsatz.
Pressure-Regulator eingestellt auf 9000 Kilopascal. Das heißt, okay, wir kriegen 9000 hier rein in dieses System, also Tank, dieses Stück Rohr und dieses komplette Rohr. 9000 Kilopascal. Und alles, was dann drüber geht, das den Tank zum Bersten bringen würde, oder die Leitungen, die können auch nur 10.000, lässt dann hier das, das Überdruckventil einfach hier raus. Das heißt, ich fülle hier rein, fülle rein, fülle rein und irgendwann macht es hier und das kommt hier raus. Dann weiß ich, okay, Tank ist voll. So. Genau das gleiche beim Sauerstoff. Das Problem ist nur, also auch hier mit einer Pumpe, auch wieder auf 8000 Kilopascal. Das Problem ist, der Sauerstoff ist nicht rein. Beim Gefrieren bekommt er auch noch Nitrogen, gefriert da noch mit. Also irgendwas aus der Atmosphäre gefriert da noch so ein bisschen mit. Einen Moment, ich muss mal kurz schauen. Hier ist leer. Okay, wunderbar. Dann tun wir das mal eben schnell. Hier. Was haben wir denn? Wie viel haben wir hier? Silikon 242 Gramm. 50 Gramm. Ach komm, dann hier rein. So. Und den mache ich aus. Bisschen Strom sparen. Ist nämlich da schon wieder. Ja. So, also. Auf jeden Fall muss das rausgefiltert werden, dass ich hier reinen Sauerstoff drin habe. Komplett. Sauber. Picobello. So, dann kommt hier die Filteranlage zum Einsatz. Nur habe ich jetzt hier einen Nitrogenfilter drin. Und ich glaube, das ist falsch. Das wird sich dann zeigen. Denn hier ist dann der unfiltered, also der Waste, was übrig bleibt. Und wahrscheinlich ist das dann hier der Sauerstoff. Also muss ich hier Sauerstofffilter reinmachen, dass das, was ungefiltert bleibt, das Nitrogen ist. Das dann hier direkt einfach durch das Ventil, durch das offene Valve, ein offener Vent, ein passiver Vent, da kommt es dann raus und ja, ist halt hier dann drum. Wenn ich das dann Ganze hier in der Halle baue, das Ganze dann, dann schicke ich das natürlich auch raus in die Umwelt. So, muss ich schauen, ob das die richtigen Patronen sind oder ob dann hier der Sauerstoff rauskommt. Kann ich ja mit meinem Tablet, kann ich das ja dann gucken. So, auf jeden Fall kommt dann hier unten eigentlich theoretisch der gefilterte, saubere, reine Sauerstoff auch wieder bis hierher, bis zu dem Ventil, auch wieder bis hier die 9000 Kilopascal erreicht sind und alles, was drüber geht, schießt er mir raus. Das heißt, ich füll rein, Crusher, 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 und wenn es dann hier und hier, dann weiß ich, hier die Tanks sind voll. So, dann haue ich hier das Ventil um und somit geht alles, was hier drin ist, also die 9000 Kilopascal, gehen dann hier dieses Rohr entlang. Und der ist dann nicht mehr aktiv, denn es wird ja dann weniger, wenn sich ja hier das Rohr auch füllt. So, geht dann hier rein. Das gleiche natürlich dann hier. Auch hier aufmachen. Ich mache jetzt wieder zu, dass ich es nicht vergesse. Nicht vergaß. Dass ich mich nicht vergaß. Vergaß? Egal. Geht dann hier rein. Das hier ist der Mixer. Der ist genau eingestellt auf 66 und 34. Und dann sollte nämlich hier oben sollte 66, 34 lecker Fuel rauskommen. Also leckerer Gasmix, der dann hier in einem Pressure Regulator auf maximal 8500 Kilopascal reguliert wird. Also alles, was hier mehr kommt, macht der hier dann dicht. Denn sonst klipse ich hier eine Flasche ein und die kriegt hier den ganzen Tank, die 9000 ab oder die 10.000, und die füllt sich ja mit der Zeit und dann ist die ja voll und dann würde sich der Druck erhöhen und durch Sonneneinstrahlung wird das Zeug eh noch warm und dehnt sich aus, das Gas und alles, das ja, muss man alles mit einberechnen. Bei Kälte wird es weniger, bei Wärme dehnt sich es aus und so weiter. Wenn dann der hier dicht macht, kommt hier nichts mehr raus, also die Flasche, ach ja, der regelt den Druck immer davor, also der lässt so lange durch, bis der Druck hier davor, nicht dahinter, so muss ich sagen. Immer der Pressure Regulator, immer der Druck, der hier dann die 8500 übersteigt, also die Flasche wird voll, hat 8500, 8600, der macht dicht. So, dann würde ich hier hinten immer nachkommen und irgendwann das Rohrproblem machen. Aber dadurch,
dass der Tank ja hier nur 9000 oder so enthält. Huch, runtergefallen. Na! Hilfe! So. Und ich hier den Hahnen zu hab, sprich, offen hab. Sprich, ich baller ja hier hinten nichts mehr rein, weil ich ja aufgehört habe, sobald der Tank voll ist. Dann wird nur der Druck vom Tank, also die 9000 Kilopascal werden hier im Rohr sein, bis dahin, und der Druck wird nicht mehr steigen, weil ja hier nicht mehr mehr reinkommt. Also nur das, was hier rauskommt, das wird ja dann weniger sogar, dadurch, dass hier was rauskommt. Und es kommt nichts nach, außer ich würde dann wieder nachlegen. Würde ich aber nicht machen, denn das muss reichen für alle die Flaschen. Und das wird wahrscheinlich mit einer Füllung, einmal komplett diese beiden Tanks füllen, wird das wahrscheinlich reichen, alle meine Flaschen zu füllen. Von dem her, ja. Und dieses System bauen wir dann natürlich auch hier in der Halle groß und neu und schön und sauber, wie ich das dann mache. Hier liegen überall die Filter rum. Ich musste einige Filter auch machen. Und habe die dann, und da liegt eine Pumpe, ja, und eine leere Sprühdose. Ich habe die Filter dann einfach im Sturm einfach mal schön nach oben geworfen und gesagt, sayonara, tschüss, macht's gut. Denn die Filterkartuschen, die sind dann halt Müll. Die kann man nicht irgendwie wieder leer machen oder so. So, und da kann ich quasi in eine Flasche rein und dann die Hahnen aufdrehen, wenn die Tanks voll sind, die Hahnen aufdrehen und dann wird die Flasche gefüllt, dann die raus, nächste rein und so weiter, bis dann halt zu wenig Druck auf den Tanks ist. Dann die Hahnen wieder zu, dann wieder reinfüllen, bis hier wieder rauskommt aus den Überdruckventilen und dann wieder auf und so weiter und so fort. Und mir sollte eigentlich nichts um die Ohren fliegen. Getestet habe ich das Ganze natürlich nicht. Das machen wir schön zusammen. Denn das wollt ihr bestimmt sehen, falls es mir um die Ohren fliegt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, also, so viel dazu. Wie gesagt, das hier ein bisschen hübsch gemacht mit einem Schild, das ziemlich dick aufträgt, leider. Sieht man jetzt nicht, könnte ich die Wand rausmachen. Aber dann, hier wollte ich auch eins hinmachen, aber dahinter ist dieses Rohr. Man sieht es hier rauslugen. Und dann sagt er mir, nö, geht nicht, ist zu dick, Rohr drin. So, was ich auch hatte, war ein Inventarproblem. Immer wieder Inventar hier voll und so. Da habe ich nochmal Dingens abgefüllt, dass ich eben genug habe. Welchen habe ich denn? Den Toolbelt. So. Jetzt hat mir mein Arbeitskollege, wo ich mal das Bild gezeigt habe vom Handy, was er gerade so am Bauen ist, der ja auch spielt fleißig und auch meine Videos guckt. Warum, weiß ich nicht. Anscheinend kriegt er auf der Arbeit nicht genug von meinem Gequatsche. Boah, wir haben jetzt schon fast 20 Minuten, nur mit Erklären. Naja, egal. Gibt ja heute zwei Folgen wieder. Oder war das? Nein, 33, die gestern kam, war die zweite. Also kommen heute wieder zwei Stück. Also nachher dann. Um 14.15 Uhr. Also jetzt wird es wahrscheinlich schon 14.15 Uhr vorbei sein. Das heißt, die zweite Folge ist jetzt schon da. Für mich heißt es, ich muss die gleich produzieren. Ja, schwierig. Einen Moment. So, mal eben kurz die Nase freigesogen. So, mein Kollege kam auf die Idee, hey, weißt du was, pack dir einfach, Spaceback heißt der jetzt, normalerweise ist der Jetpack Basic, aber den kann ich nicht bauen, noch nicht, weil dazu braucht man Stahl. Stahl, da ich mein Furnace ja weg habe, das hat ja eh nicht so funktioniert, den muss ich eh erstmal lernen und dann machen wir den da drin neu und ja, kommt alles. Da habe ich auch schon eine Idee, wie ich das hinkriege, ohne mich da in die Luft zu sprengen. Aber ich habe jetzt im Moment noch keinen Stahl. So, diesen Jetpack Basic. Moment. Nicht Basic. Den Roms. Jetpack Basic. Das ist der. Hier gibt es ja die Sachen. Oh. Mining Belt. Wenn wir volatil, also Wasserstoff und Sauerstoff sammeln, ist das ja, ich konnte das ja nie teilen. Ich konnte das ja nur splitten und dann war es in der Hand und dann ist es mir geschmolzen. So. Jetzt habe ich überall gelesen und es ist nun mal so, ich muss das bei Nacht machen, bei Minusgraden. Hier, wir haben jetzt 19 Grad, da schmilzt das Zeug. Sobald wir Minusgrade haben, schmilzt das nicht mehr und ich kann es teilen. Dann kann ich es aber ja nicht lagern, denn wenn ich es irgendwo in den Schrank reinpacke, dann ist es weg. Sobald die Sonne scheint, huch, so zum Beispiel in so einen Spind rein, sobald die Sonne scheint, schmilzt mir das Zeug weg. So, jetzt war die Idee, das anscheinend auch funktioniert. Ich mache mir einfach nochmal ein Mining Belt. Was braucht er denn? Nur ein bisschen Eisen. Ja, komm, hau raus, das Ding. So. Ein Mining Belt. So, und jetzt kann ich nämlich den zum Beispiel auch hier reintun. Und jetzt nehmen wir mal den Mining Belt. Damit habe ich jetzt meine Ores gesammelt.
Es ist nachts. Ich warte dann, bis nachts ist und wir hier auf jeden Fall Minusgrade haben. Und dann mache ich den auch auf. Und dann kann ich hier sagen Split und habe das in der Hand und schiebe das dann gesplittet hier rein. Also zu drei Teilen Wasserstoff und ein Teil, zwei Teile Wasserstoff, ein Teil Sauerstoff in Eisform. Und habe dann hier in meinem Gürtel diese fertigen Mischungen, also immer hier übereinander. Moment, ich mach mal den da weg, so ein bisschen. So, immer hier übereinander sind dann diese fertigen Mischungen. Und dann nehme ich einfach diesen Gürtel mit den fertigen Mischungen hier und setze den da rein. Denn im Gürtel schmilzt das Eis nicht. Auch nicht bei 19 Grad. Und dann kann ich von dem Gürtel aus, ich darf es halt niemals in die Hand nehmen, zack, aufmachen und dann in mein Furnace reinladen. Auch am Tage, und dann sollte das funktionieren, dass mir dann nichts schmilzt. So, deswegen mache ich den schon mal hier rein. So, ist da was drin gewesen? Ah ja, da war noch ein bisschen Kobalt drin, dass ich noch nicht schmelzen kann. So, und dann kam auf jeden Fall mein Kollege kam auf die Idee, hey, was ist denn, wenn man so ein Jetpack, achso, das wollte ich doch gerade sagen, deswegen habe ich hier angemacht. Sorry, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bisschen. So, Jetpack Basic. Und hier gibt es den Spaceback. Den Spaceback, hier Iron und Copper, haben wir ja jetzt mittlerweile sehr viel genug. 5 Gramm und 2 Gramm kann man also mit diesem Furnace ohne Probleme machen. Und das ist dann der Spaceback. Die haben unterschiedliche Farben, die sind normalerweise alle gelb. Ich habe die eingefärbt, also rausgelegt, Sprühdose drüber und dann ist das Zeug eingefärbt. Das kann man übrigens mit allem machen, auch mit der Rüstung. Das wollte ich auch noch probieren, also mit dem normalen Suit. Auch mit den Flaschen, man kann alles einsprühen. Man sieht sogar die Maschinen und die Knöpfe und Schalter und Kabel. Das ist sehr geil. Und den Basketball bestimmt auch. Und den Toolbelt bestimmt auch. Auf jeden Fall der andere, der Jetpack Basic, der braucht eben, hier, wir sehen es, Lead und Steel. Was ich beides noch nicht machen kann, von dem her habe ich diese, diesen Spaceback gemacht. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Den habe ich hier, in meinem Jetpack habe ich diese drei Spacebacks. Und jetzt, oh, hab neu geladen, deswegen sind die jetzt woanders. Moment. So. Und so, den mache ich immer hier genau drüber. Und dann den da drüber und den schön sauber hier drüber. Und jetzt habe ich nämlich, wenn ich jetzt irgendwas abbaue oder so, hier, lalalala, ich will was bauen. Linke Hand, rechte Hand, oh, leider alles voll. So, und jetzt könnte ich hier noch diese vier Dinger nehmen. Oder aber, blub, hier habe ich schon mal all meine Klebebänder drin. Hier habe ich mein Scanner-Zeug, alles mit drin. Tracker, Ohr-Scanner und Network Analyzer. Und der andere ist, glaube ich, drin. Ja, der Atmosphärenanalyse ist drin. Und dann habe ich hier nochmal, ich habe eine Batterie dabei und dann Pipes. Und jetzt könnte ich hier auch noch die Sheets reintun und das dann noch nehmen und habe Inventarplätze. Also man kann sich mit diesen Jetpacks, die ja quasi sind wie Rucksäcke, bis auf diesen Propellant, also diesen Druck, der quasi immer hier ist, den kann man ja weglassen. Aber da kann man leider auch nichts drauf tun. Aber sonst hat man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Plätze. 9, 18 mehr. 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. 27 freie Inventarplätze. Und ich könnte jetzt hier nochmal einen machen und hier nochmal einen machen und hier nochmal einen machen und hier nochmal einen machen. Und der andere, der hier, der hat 1, 2, 3, 4, der hat auch 9. Okay, aber es gibt auch noch einen Advanced. Also es gibt ja den Anzug, gibt es ja auch noch hier voll cool mit dem MK2 Printer, glaube ich, geht das dann nur. Toolprinter, MK2, den neuen Anzug, also den neuen Raumanzug mit allem möglichen Zeug. Ich tausche hier mal eben kurz Batterie aus. So. Und dann könnte man hier, weiß ich nicht, Sauerstoff hier noch, also Filter reinmachen und Sauerstoff reinmachen. Und also man könnte sich hier ein krasses, unfassbares Rieseninventar machen, indem man einfach hier die Rucksäcke drin lässt und die Sachen hier in die Rucksäcke verteilt. Die ja keine Rucksäcke sind, sondern Jetpacks, aber ist ja egal. Und die könnte man hier reintun. Und da gibt es, wie gesagt, noch größere. Die haben, glaube ich, 10 Felder. Das sind 10 Felder. Also gut, dann gibt es vielleicht doch keine größeren. Na, eigentlich sind es 9, weil das ja nicht stimmt, aber... Ja. Ah, total verrückt.
Also man darf ihn natürlich nicht anziehen, das ist klar. Die Dingens. Und wie gesagt, man kann sie einfach rauslegen. Also einfach dann hier so rauslegen. Orange. Und dann könnte man das Ding orange färben. Mache ich jetzt aber nicht. Aber was ich machen wollte. Rot. 94%. Sehr gut. Den packen wir hier wieder rein. Aber jetzt muss ich mal schauen. Sehe ich mich? Es ist Nacht. Schön. Schicke Ansicht. Oh, wie sie rumguckt. Cool. Also, jetzt sehe ich mich nicht, weil es Nacht ist. Und wir sehen, wir haben hier minus 27 Grad im Moment. Also jetzt könnten wir mit Volatil hantieren und also mit Wasserstoff hantieren und den Wasserstoff teilen und machen und tun. Wäre jetzt gar kein Problem. Oder dann halt später in der Halle drin, wenn keine Sonne reinscheint. Was aber nicht möglich sein wird, weil ich überall Glaswände haben will. Weil ich finde das voll geil, Glaswände überall. Ich bin Glaswandfetischist, ganz klar. Auf jeden Fall nehme ich jetzt mal mein Suit. Ganz schlechte Idee. Fällt mir gerade ein. Ich habe minus 40 Grad und 2 Kilopascal Atmosphäre und kein Sauerstoff mehr, wenn ich den rausziehe. Das geht nicht. Okay. Also gut. Den Suit. Den kann man erst dann lackieren, wenn man einen Raum hat, wo man rein kann. Mit Atmosphäre. Oder aber man noch einen zweiten Suit hat. Den könnte man dann vorher lackieren. Zum Glück habe ich den gerade nicht runtergezogen. Boah. Das wäre nach hinten losgegangen. Achso, der Labeler, den hatte ich glaube ich auch noch nicht erzählt, wie der funktioniert. Also hingehen. So, einschalten, rechte. Und dann einfach rename. Und dann heißt das Ding nicht mehr Electronic Sprinter, sondern E-Drucker. So, confirm. Und wieder ausmachen. Und wenn man dann mit der Maus drüber geht, E-Drucker. Sehr schön. Und so funktioniert das. Junge, Junge. Eine ganze Folge gequatscht, nur gequatscht. Und wie gesagt, den probieren wir auch gleich aus, wie das funktioniert mit dem Stacker. Wenn wir jetzt loslegen, nachdem wir Gas gemacht haben. Das machen wir dann gleich in der nächsten Folge. Oh, ich bin so aufgeregt. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Stationeers. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.